Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. In der letzten Mission haben wir es endlich geschafft, die Kommunikation mit dem Maschinengeist der Martyr aufzubauen. Die hat uns gesagt, dass sie auf unserer Seite steht. Oder dass er auf unserer Seite steht, der Maschinengeist halt. Und er hat uns gesagt, wo Klosterheim zu finden ist. Und darum werden wir jetzt, denke ich, auch mal den Spuren von Klosterheim folgen und in das geheime Labor, wo er sich versteckt, hält gehen. Hier habe ich auch gerade bei der Kabalendirektive was gesehen. Hier muss man was spenden. Ich habe einfach mal hier drauf geklickt und dann ging der Fortschrittbalken. Ach, ich kann hier sogar mehr spenden, mehrmals. Mal gucken. Okay. Naja, ich habe jetzt irgendwas abgeschlossen. Keine Ahnung was. Das ist aber anscheinend fertig. Und jetzt haben wir das nächste, unheilige Kodizes von Zauberern der Worldbearers sammeln. Okay, also wir haben hier das erste von den Kabalenmissionen irgendwie wieder. Ich blick da einfach absolut nicht durch. Aber ist auch egal. Wir wollen ja eigentlich die Story hier spielen. Wir sind mittlerweile Level 17, haben ein neues Scatterfeld in der letzten Mission gefunden. Und sind die Minen sind hier eigentlich schlechter, ne? Die brauche ich eigentlich gar nicht, wenn die Splittergranaten. Ich glaube, die verkaufe ich auch mal, weil das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Scatterfeld. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Ort. Und dann gucken wir mal, ob wir dem Klosterheim eine reinhauen können. Der Weg in das Labor. Vielleicht war ich dieser Techpriester zu misstrauisch. Letzten Endes sein Plan funktionierte. Die Audienz mit dem Maschinengeist war erfolgreich und ich kann Klosterheims Spuren verfolgen. Nach nochmaliger Überlegung, das ist Unsinn. Im Grunde genommen, ein Inquisitor kann nicht zu misstrauerisch sein. Aha, okay. Chaos-Kultist, Chaos-Dämon. Gut, dann werden wir das mal starten. Und wahrscheinlich ist das jetzt noch gar nicht die Mission, wo wir am Ende im Labor auf dem Klosterheim treffen. Da steht ja erstmal nur der Weg in das Labor. Also es ist wahrscheinlich einfach nur eine Durchlaufmission und erstmal einfach zum Labor hinlaufen und dabei alles töten. I'm on my way. I also need an explanation as to why anyone would tamper with the machine spirit in such an irregular way. Although the chances are infinitesimal, complex machinery may be vulnerable to the corruption of chaos. For some reason, Uther Tiberius wanted to reduce even that small chance to zero. I want to know more about that. Keep me updated. Okay, also, warum wurde das überhaupt mit dem Maschinengeist gemacht? Anscheinend kann ein Maschinengeist nicht mal eben so vom Chaos korrumpiert werden, aber irgendwie eine ganz, ganz geringe Chance, dass das passiert, gibt es wohl doch. Und dieser Uther Tiberius wollte, dass das auf gar keinen Fall passiert und hat deswegen damals diese reine Seele mit dem Maschinengeist verschmolzen. Ob das wirklich jetzt seine Seele war von Uther Tiberius selbst, das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, außerdem, was ich auch komisch finde, wir haben jetzt rausgefunden, der Klosterheim ist auf dem Weg, jetzt kommen sie aus allen Seiten, oder ja, ist auf dem Weg in ein Gebiet, was vom Maschinengeist abgeschnitten ist. Das finde ich auch komisch, weil der Maschinengeist ist ja im Prinzip der, ganz grob gesagt, ist das ja der Bordcomputer dieses Raumschiffes. Und dass es auf dem Raumschiff ein Gebiet gibt, wo der eigene Bordcomputer keinen Zugriff drauf hat, ist schon echt komisch, echt mysteriös. Aber da steht auch dieses Gebiet ist als verboten gekennzeichnet. So, die hauen wir mal alle schnell weg hier. So. Da noch einer und da noch einer. Dann sind die alle weg, aber hier ist sonst nichts mehr. Gut. Wie groß ist die Map? Oh ja, das ist ein ganz schön weiter Weg bis da oben hin. Aber wir gucken uns wie immer natürlich in alle Richtungen um. Ob wir nicht noch irgendwelche Truhen oder sonstige Sachen finden. Hier ist nur ein kleiner Raum mit Gegnern. Aber sonst ist hier nichts. Natürlich bedeutet, in jede Richtung laufen und alles erforschen, bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass die Chance, dass wir in irgendeine doofe Falle, und die hasse ich ja in diesem Spiel, diese Schädelfallen, neue Hinweis. Ich habe die Rekorde meiner Kommunion analysiert. Die Administrator-Prayers und die Digital-Marginalia indikieren, dass Uther Tiberius fused an incorruptible soul mit der Maschine. Aber das ist unmöglich. Unless. Unless you sacrifice someone who fought off a demon and became immune to corruption. Agreed. Subject would be a former demon host. Is that even permitted? I could list 136 sects within the Adeptus Mechanicus, which would start a doctrinal purge based solely on such a notion.
but my sect has always believed in digital martyrdom. I consider this machine spirit a miracle. Now that you have access to the main core, I want you to find all records of demon hosts on the Martyr. Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass wenn jemand einmal von einem Dämon besessen war und den Kampf gegen den Dämon ja im Prinzip gewonnen hat und der Dämon wieder ausgetrieben worden ist, dass er ab dann immun gegen erneute Dämonenbesessenheit ist. Das wusste ich nicht, aber anscheinend wurde das hier so gemacht. Man hat also einen ehemaligen Besessenen genommen und der hatte den Kampf gegen den Dämon gewonnen und wurde damit immun gegen erneute Besessenheit. Und diese Seele von diesem Typen hat man dann mit dem Maschinengeist der Martyr verbunden, sodass jetzt auch die Martyr im Prinzip immun dagegen ist, von Dämonen besessen zu werden. Das ist natürlich interessant. Das hat natürlich nichts... Oh. Then what is it? My theory is that the visions might be residual memories leaking through a hasty mind scrub. They could have been triggered by certain phrases or events. That's nonsense. Stop obsessing about my mental condition. As you command, Inquisitor. Okay, also erstmal hat es natürlich nichts geholfen, dass die Martyr generell vom Chaos besessen wurden. Ich meine, das ganze Raumschiff hier ist voller Chaos-Dämonen, voller Chaos-Kultisten. Aber natürlich, der Maschinengeist selbst wurde... Oh, da ist ein roter Gegner. Dann werde ich mich jetzt einmal buffen, so voll aufbuffen. Dann werden wir hier diesen Hexenmeister mal wegklatschen, möglichst schnell. Zack, das hat gut geklappt. Auch einmal ein Scatterfeld reingelegt. Und dann war der relativ schnell tot. Irgendwas lebt hier sogar noch, da ein Einzelner. Gut. Aber das war cool, wie wir den Hexenmeister da weggeklatscht haben. Der hat sogar auch Illusionen von sich selbst beschworen. Der stand dann da dreimal und hat sogar auch noch Tarantula-Geschütztürme hingestellt. Das war übel. Naja, auf jeden Fall, dann hat jetzt auch diese... Wir hatten ja auch schon bereits ein paar von diesen, von Visionen. Wir haben auch herausgefunden, dass hin und wieder, dass die Sachen, die ein Inquisitor im Laufe seiner Karriere sehen muss, so schlimm sind, dass hin und wieder mal das Gehirn bereinigt werden muss. Und das ist, was haben wir jetzt für einen? Schadensreduktion, okay, uninteressant. Dass das Gehirn bereinigt werden muss, weil sonst einfach man psychisch damit nicht klarkommt. Und das ist auch gar nicht außergewöhnlich für diese Inquisitoren, die wissen das und die haben da auch nichts gegen. Und diese Vision, die wir jetzt aber bereits hatten, die stammen anscheinend aus, ja, daraus, dass so eine Gehirnbereinigung mal eben so auf die Schnelle durchgeführt worden ist und nicht wirklich sauber und deswegen das Resterinnerungen sind, die immer noch da sind. Und darum diese Visionen eigentlich gar keine Visionen sind, sondern einfach nur irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit. Was natürlich interessant ist, weil die Visionen, die wir gesehen haben, das waren Visionen von der Martyr hier und wir haben da, glaube ich, den Klosterheim gesehen. Von... Oh, jedes Mal, ey. What? Uther Tiberius was creating demon hosts? The sheer number of subjects implies that he was trying to create a whole army of them. Uther Tiberius condemned a whole army to eternal suffering? The attached confession scrolls clearly prove that most subjects were volunteers. They wanted to be filled with unholy essence, then fight the taint and return, immune to the chaos. But that is insane. I cannot comment on that. Eventually, the survival rate was deemed too low, and the project was abandoned. After decades of torture, he turned away from his own creations. Okay, ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass wir diesen, den Klosterheim gesehen haben und überhaupt Erinnerungen, jetzt Resterinnerungen von der Martyr haben, ist natürlich schon komisch, denn eigentlich sind wir ja mehr oder weniger zufällig hier auf der Martyr gelandet, beziehungsweise dachten eigentlich, dass wir das erste Mal hier sind und eigentlich gar nichts mit diesem Raumschiff zu tun haben. Aber anscheinend ist das eventuell doch nicht so. Das ist natürlich interessant, dass selbst wir anscheinend tiefer in dieser ganzen Sache mit drinstecken, als wir es momentan noch denken.
Naja, und jetzt die zweite Sache, was gerade unser Tech-Priester gesagt hat. Anscheinend hat dieser Uta Tiberius gezielt Besessene beschworen oder erstellt. Looks like I'm closing in on Klosterheim. He may have an agenda, but at least he's culling the filth. Der Tiberius hat anscheinend gezielt Besessene erschaffen, um die dann daraufhin wieder zu bekämpfen, den Dämon auszutreiben und so für Leute zu sorgen, die immun gegen Chaosbefall sind. Und das haben wir ja gelernt. Wer einmal besessen ist und dann aber wieder geheilt wird, der ist ab dann immun gegen Chaos. Und anscheinend gab es da richtig viele Freiwillige, die sich gemeldet haben, die da gezielt mitgemacht haben. Und der Tiberius hat hier ursprünglich extrem viel daran geforscht. Und dann irgendwann hat man aber gesagt, ja gut, die Chancen, dass das wirklich mal klappt, die sind so gering, da sterben zu viele Leute. Und dann hat man das Experiment wieder aufgegeben. Aber anscheinend mit wenigstens einem scheint es ja geklappt zu haben, denn der Maschinengeist wurde ja tatsächlich mit einem gegen Chaos immunen Menschen durchgeführt. Ich gehe hier gerade nochmal zurück, weil ich hier sehe, dass hier noch ein Raum ist, in dem ich noch nicht war. Und anscheinend auch nicht mehr zurück in diesen Raum kommen durch einen anderen Gang. Von daher laufe ich hier gerade einfach einmal zurück. Also, wir lernen jetzt hier gerade in dieser Mission echt viel über die Story. Das war bisher, glaube ich, in noch keiner Mission so extrem, dass es so viele Neuigkeiten und Plot-Twists und generell Sachen, die uns storytechnisch weiterbringen, gab. Aber hier war echt nicht viel in diesem Raum. Okay, gut. Aber haben wir wenigstens aufgedeckt den Raum und können jetzt weitermachen. Auch jetzt führen wieder zwei Wege nach oben. Ich gehe einfach mal den linken Weg entlang. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir nämlich, sind wir nämlich auch bald an diesem Ziel da oben angelangt. Ich frage mich echt, ob das Bild, was ich hier spiele, ob das irgendwie gut ist. Normalerweise bin ich ja jemand, einige von euch, die jetzt dieses Let's Play gucken, werden ja vermutlich auch meine Guild Wars Videos kennen und wissen, wie ich Guild Wars spiele. Und ich spiele ja immer total Meta, also immer das Beste und Stärkste, was es so gibt. Hier mit diesem Spiel habe ich mich, was das angeht, noch nicht beschäftigt mit aktuellen Builds und was momentan als Meta angesehen wird und was das Beste ist. Hier versuche ich wirklich so mehr oder weniger so, ja, das, was ich mir gerade ausdenke, zu spielen, was halt so spontan auf mich zukommt. Und ich frage mich, ob das irgendwie gut ist, das, was ich hier spiele, oder ob es einfach deutlich viel, viel bessere Builds mittlerweile gibt. Und ich hier, ja, mehr so, ja, ich meine, casual spielen tue ich das Spiel hier natürlich schon, auf jeden Fall, klar. Aber ob das totale Scheiße ist, was ich mir hier zusammenspiele, oder ob das auch gar nicht so schlecht ist. Naja, wieder aufbuffen. Ich sehe da nämlich einen dicken Gegner auf der Map. Oh, der hält aber viel aus. Trotz, dass ich mich so aufgebufft habe, hat der echt viel ausgehalten. Wow, krass. Der war übel, dieser ehrgeizige Champion oder wie der hieß. By the Emperor, you must be the most pedantic specialist I've ever had in my retinue. Okay, also, wir sind kurz vor diesem Forschungskloster. Das steht allerdings momentan unter Quarantäne. Da ist wieder eine Kiste, wo ein Dämon drin ist. Darum buffe ich mich einfach mal wieder so, damit der Dämon auch möglichst schnell weggeht. War doch kein Dämon drin, okay. Cool. Aber war ziemlich viel Loot drin, also gute Idee, dass ich hier reingegangen bin. Auch wenn ich jetzt natürlich meine Buffs hier böse auf Cooldown gehauen habe, aber wieso kam das jetzt so schnell wieder? Habe ich das gerade nicht benutzt? Egal. Gehen wir weiter. Dann haben wir wieder eine kleine Horde von Gegnern, aber alles kein Problem. Scatterfeld-Explosion. Das macht irgendwie Spaß. Gefällt mir. Da haben wir irgendwie ein Ausrufezeichen. Wahrscheinlich, weil hier dieses Tor ist. Oder haben wir eine Leiche zu untersuchen? Genau, einen Leichnam. Gehen wir mal hin. Jetzt haben wir bestimmt wieder was zu lesen. Ah ja, verschlüsselt von Adeptus Mechanicus. Also ist auch ein Tech-Priester hier, so wie unser eigener auch.
Inc. Order 268, Codebarrieren erfolgreich eingebaut. Kontrolle und oder Zugang von Kogitatoren durch externe Operationen drastisch beschränkt. Hauptnavigationskogitator, Warps-Antriebe, kinerische Antriebe und Geller-Subsysteme sind Quarantäne gestellt. Chancen auf eine andere spontane Sprung nähert an Null an. Ablehnung von der Maschinengeist ist klar. Meine Taten sind als feindlich betrachtet. Boah, das ist echt so schlimm, diese Übersetzung hier zu lesen. Das ist wirklich, ich finde, das ist das Schlimmste an diesem Spiel. Das ist ja eigentlich echt cool, das Spiel. Aber diese deutsche Lokalisierung, das ist schrecklich. In Bearbeitung. Extensive Teile des Schiffes sind abgesperrt und beschützt von alten, unbekannten Protokoll. Versuche auf entfernten Zugang fehlgeschlagen. Manuelle Überschreibung als einzige Option betrachtet. Direkte Befehle von Lord Inquisitor Klosterheim sind als Ketzerei und entgegen die dreimal gesegnete Protokollen von dem Maschinengott. Projektierter Vektor. Immer schlechtere Tech-Ketzerei und oder extreme Zurechtweisung von dem Maschinengeist. Fortfahren. Als unklug kalkuliert. Abbruch. Auch als unklug kalkuliert. Diese Einheit braucht weitere Analyses von dem Fabrikator Locum. Aha. Okay. Ich bin mir nicht genau sicher, was das jetzt hier alles heißt. Ob das jetzt ein Tech-Priester vom Klosterheim war oder einer, der gegen Klosterheim gekämpft hat und deswegen diese ganzen Firewalls installiert hat, auf die wir ja selbst auch schon getroffen sind, um überhaupt an den Maschinengeist ranzukommen. Keine Ahnung, aber irgendwas ist passiert. Jetzt labern wir hier mal mit dem Servitor. 7, Omega, 3, 5, Alpha. Interesting. The machine spirit is trying to communicate with us again. That is the emergency code for the lockdown protocols. The research cluster has been quarantined. You might not be able to leave if you enter. I should return to my ship then and make preparations before I enter that area. Ah, seht ihr, also wir gehen jetzt noch nicht rein. Das ist jetzt sozusagen die nächste Mission. Der Maschinengeist, unser Tech-Priester hat gesagt, wenn wir einmal in das Forschungslabor, in das Forschungskloster gehen, kommen wir eventuell nicht mehr raus, weil es unter Quarantäne steht. Und damit wir jetzt nicht direkt da reingehen und nochmal zu unserem Schiff können, porten wir uns jetzt einmal hin, können uns auf die nächste Mission vorbereiten. Oh, kurz vor Level 18, ich gehe kaputt. Und dann können wir danach einfach die nächste Mission starten. Das werden wir dann auch so machen. Also wir im Kloster und dann gibt es anscheinend zwischen den Missionen, entweder heißt es, es kommt nur noch eine Mission, oder wir können einfach zwischen den Missionen nicht mehr auf unser Schiff zurück. So, hier haben wir wieder einen neuen Inokulator, den gucken wir uns gleich auch mal an, weil der scheint gar nicht so schlecht zu sein, wobei ich glaube ich immer ein gelbes, zwei rote Upgrades haben wollte und nicht ein grünes. Hier hätten wir das, ein gelbes, zwei rote, den gucken wir uns gleich an. Neurales Implantat und unsere Pistole und interessant Hauptimplantat. Auch das können wir gleich mal vergleichen. Das Signum gucken wir uns auch mal an. Genauso wie diese Waffe. Alles andere scheint aber schlechter. Hier ist auch sogar ein Inokulator mit drei roten. Okay, also wir haben mehrere Sachen, die wir uns gleich angucken müssen. Und das werden wir auch machen. So, vorsichtiger sind, lege 100 Segen-Buffs auf dich selbst. Nur Psionika, Vorteil freigeschaltet. Psychische Segen, den Vorteil gucken wir uns auch mal an. Bonus von psychische Mächte lasten zweimal so Land auf den Charakter. Keine Ahnung, was das heißt. Bonus von psychische Mächte. Sind das dann vielleicht einfach unsere normalen Skills hier, die hier oder was? Diese Boni. Dass die einfach heißt das jetzt ja psychische Mächte? Das sind hier natürlich unsere Sachen. Und dass die Boni zweimal wirken. Heißt das, die sind jetzt doppelt so lange an oder sind die doppelt so stark durch dieses Vorteil? Durch diese blöden. Bonusse von psychischen Mächte lasten zweimal so Land auf den Charakter. Ah, das heißt bestimmt zweimal so lang. Das heißt, damit denke ich jetzt einfach mal, dass die doppelt so lange an sind. Das heißt, man bufft sich doppelt so lang. Ist zwar eigentlich cool, brauchen wir aber nicht, weil die Kämpfe sind so kurz, dass uns in den Kämpfen, wo ich die Buffs anmache, die Buffs ähnlich auslaufen. Von daher ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Gehen wir aber mal ins Inventar, denn da wird es jetzt interessant. Wir haben einmal das Hauptimplantat, müssen wir mal gucken. So, hat zwar eine höhere Qualität, allerdings unser aktuelles macht total viel plus Fertigkeiten Schaden. Und das hat das neue überhaupt nicht, von daher uninteressant für uns. Das ist alles schlechter. Betäubungsgranate, hier haben wir ein Signum, was höher ist. Das nehmen wir dann natürlich auch mit. Tun das 33er raus, tun das rein.
Und hier tun wir das 31er raus und tun das rein. Mit Signum, da haben wir schon gesagt, das ist jedes Mal zu gucken, was machen die Signum. Hier ziehen wir einfach nur unsere Machtbewertung mit hoch. So, jetzt aber interessant. So, Stab. Schlecht, schlecht, schlecht. Sonst ist kein Stab mehr da. Gut, den Stab müssen wir jetzt gucken. Der macht plus 18% Schaden gegen blutende Feinde. Erfolgreich Beton am Verbund landen, 9 Sekunden Widerstand wieder auf, plus 1,5 kritische Trefferstärke. Ja, ist, im Prinzip sind von beiden Stäben die Effekte schlecht, von daher können wir einfach den mit dem höheren Schaden und der höheren Machtbewertung nehmen, also nehmen wir den Stab auch mal rein. Damit haben wir die Stäbe durch. So, jetzt müssen wir die Inokulatoren durchgucken. Da haben wir einmal den hier. Ich verkaufe erstmal alles, damit ich gleich nicht durcheinander komme. Alles, was wir nicht brauchen. Also das weg. Den gucken wir uns gleich mal an. Das ist der mit dem Grün, der kann weg. Den gucken wir uns gleich mal an. Hauptimplantat wollten wir nicht. Und das nehmen wir auch alles weg. So, jetzt haben wir den Inokulator und den. So, und jetzt müssen wir die mal upgraden und gucken, was wir hier nehmen können. Also momentan haben wir den drin. Der hat zweimal Verdichter drin. Zweimal Verdichter und einmal den Psychon. Und hat 3 Nutzungen. So, was ist, wenn wir jetzt mal einen anderen reintun? Fangen wir mit dem, der nur rote hat, an. Können wir jetzt hier... Ne, hier können wir nicht. Warum ist dann hier so in... Ah doch, da können wir andere reintun. Da passt alles rein. Also wir können hier auch Psychon reintun. In das, Psychon. Und Verdichter. Dann hätten wir dann ist der genauso. Dann hat der zweimal Verdichter und einmal Psychon. Den könnten wir also so upgraden. Und der hätte dann wäre der genauso gut, hätte auch 3 Aufladungen, genauso wie unsere andere. Und hätte aber auch halt eine höhere Qualität. So, und jetzt nehmen wir aber den auch nochmal rein und gucken wir mal, ob wir den auch so upgraden können. Weil das gefällt mir. Und hier machen wir Psychon rein. Ja, also ist dann auch zweimal Verdichter, einmal Psychon. So, und jetzt gucken wir mal, welches der beste ist. 37, auch 37. Der ist also genau gleich jeweils, jetzt die beiden hier. Und der hier ist aber schlechter. Ich glaube, ich nehme aber den hier mit, weil bei dem hier, da seht ihr unter dem gelben und dem zweiten roten, da ist sowohl rot, grün als auch gelb. Das heißt, in die Slots kann man alles reintun. Da ist man nicht beschränkt auf ein rotes oder ein gelbes, so wie bei dem hier. Ihr seht, da muss man 2 rote und ein gelbes nehmen. Hier bei dem kann man selber entscheiden. Obwohl, was hat denn der noch so für Wert? Hier gibt es noch 112 LP und 11% Heilbonus an Inokulator, Lebenspunkte-Generation. Und das hier 15 LP plus 1 Kraft. Ja, dann nehmen wir den natürlich. Klar, den hier nehmen wir natürlich. Der gibt auch noch plus 1 Kraft. Okay, gut. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt hier echt das Beste bekommen von dem, was wir haben. Jetzt gucke ich mal hier Charakter. Jetzt haben wir sogar noch plus 1 Kraft dazu hier. Okay. Interessant, interessant. Gut, damit haben wir das auch fertig. Dann würde ich sagen, als nächstes haben wir dann hier als Mission Klosterheim, ordne dein Verhältnis mit Klosterheim. Oh, anscheinend kommt in den, obwohl hier Hinweise 4 von 6. Ich bin mir nicht sicher, ob das, weil hier steht, ordne dein Verhältnis mit Klosterheim. Das hört sich so an, als ob in der nächsten Mission bereits schon das Treffen auf Klosterheim kommt. Interessant. Naja, das werden wir rausfinden in der nächsten Mission. Darum würde ich sagen, sage ich jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.